alt. Ah. Okay, danke. Meine Fresse, ey. Ich hab eine Box of Matches, willst du dir geben? Ja. Dann bleib mal stehen. Oder du kannst das Ding auch einfach. Nee, ich hab keinen Platz. In deinem Rucksack ist noch Platz, ich tu's dir rein. So, bestimmt, wo hier irgendwo noch einer. Wo wollen wir so als nächstes hin? Joa, guck mal, ob's hier. Wo, Marc, hast du nicht schon den nächsten Punkt markiert? Hatte ich noch nicht markiert. Ich bin genau in dem Moment rausgeflogen. Wo wolltest du ungefähr hin? Muss ich mal gucken, Moment. Achso, ich bräuchte eine Bluttransfusion. Ich habe eh so viele dabei. Kann mir eine geben? Und ich habe auch, ich hab auch vier. So, der nächste wäre. Also, gib mir einfach einen und nimm dir. ATV was? Wahrscheinlich nicht. Boah, naja. Wir hätten halt schon mal. Einer könnte losfahren und. Oh ja, vielen Dank. Nimm mir bitte eins aus meinem Rucksack. Nimm mir bitte eins aus meinem Rucksack. Ich habe doch selber noch drei. Ja, ja, aber ich habe fünf und ich habe keinen Platz mehr. Da ist ein Motor. Oh. Das brauchen wir auch nicht. Bist du auch irgendwie geschlagen? Soll ich dir auch eins geben? Nö. Was? Eigentlich nicht, nö. Okay. Airfield. Marc, brauchst du eine Blood Transfusion? Nee. Ja, ich hab eben selber noch nicht viele Autos gefunden, deswegen weiß ich auch nicht, wo Autos spawnen. Bitteschön. Darisobo? Ach, ich hab hier noch. Darisobo können drei Autos und. Ja, Dari können wir mal hin, eigentlich. Ein Bus und noch so ein farbig roter Flitzer. Ecke was? Zwischen Polana so. Und. Er braucht irgendeine Morphin, ich hab noch sechs Stück. Ich glaube, dann kannst du ein paar wegpacken, oder? Soll ich mal hier irgendeinem Zombie was geben? In Polana ist ein Spawn und ein Supermarkt. Was Polana? Raus. Ach, da. In Gorka wäre das. Das wäre einfach die Straße nach unten jetzt. Da habe ich mal zwei. In Gorka ist auch Spawn. Die Orca sind sogar zwei an der Kreuzung. Ist Gorka nicht sogar über. Ein GAZ. Und noch ein UL Civilian und ein Farm Medium. Also, nee, wo jetzt? Pri? Und ein GAZ. Also, wir gehen nach Gorka, Richtung Gorka. Wo ist ein Gorka, bitte? Das ist. Unter Bovka. Ah ja, da unten. Wie weit ist von Berenzino entfernt? Wie bitte? Von Berenzino. Von Berenzino ist das. Stück. Ein bisschen weiter links, die gleiche Entfernung von. Also bist du einfach schon in Berenzino? Nee, aber. Gleich. Bald. Bevor du. Von wo kommst du denn? Von unten. Von Tscherno da unten. Da kannst du direkt nach links, kannst direkt nach links, da ist Gorka. Ja, hab mir jetzt mal Gorka markiert. Die Straße sind 3,8 Kilometer. Ist Dubrovka und darunter ist Gorka. Also ich. Ja, gut, okay. Wo bist du denn jetzt ungefähr? Teubung, wir wurden gesehen. Mal wieder? Vor Ort, soweit ich weiß. Dann bist du in Ninoje. Ninoje, Alter. Wer das oder halt in den da drunter, eins von beiden, aber ich glaube, im letzten bin ich jetzt. Das ist ein Baum. Auf einen ganz kurzen Moment für mich aus dem Zelt. An der Küste bist du, ne? Ja, Marc, wo bist du eigentlich? Dann gehst du jetzt einfach links. Wenn du im Ort stehst, gehst du einmal komplett nach links. Da ist Polana. Eine Autobahn lang. Ostbordstraße ist gerade. Nach. Marc, also nur so, ich würde dir schon empfehlen, mit uns mitzukommen. Ja, Moment, ich bin gerade für ihn auf der Map. Wo seid ihr denn jetzt wieder hin? Durch den Haupteingang raus. Gerade durch den Haupteingang raus. Dann geh erstmal mit. Ich finde mich hier schon zurecht. Dann müsst ihr mal kurz warten. Ja, ich laufe dir doch entgegen. Ah, da hinten. Ist der Zombie hinter mir her? Nee, gerade noch nicht. Nein, es sind eher so drei hinter uns her. Ja, hinter mir jetzt auch. Erlaub mir. Hast du dir den Ort, hast du dir Gorka markiert? Gorka, 3,6, ja. Okay. Ja, von Dings, von Itznoje links, komplett links, dann bist du in Polana. Führt da so eine Straße lang? Rechts links, dann müsste eine Straße lang führen. Einfach mal kurz gleich mal gucken. Hab ich vielleicht. Wenn die zwei mich mal kurz beschützen gleich. Ja, wir halten den drinnen kurz. Wäre auch egal, wenn nicht. Schon irgendwie zurecht durch den Wald laufen. So, einmal durchlassen und die Zombies wegmachen.
Mach mal die Zombies weg hier. Nein, die, wieso, die werden automatisch stehen bleiben. Lass sie bitte. Schieß nicht. Die werden hier automatisch, wenn sie hier drunter sind, dann haben sie kein Interesse mehr an uns, weil sie viel zu langsam sind. Also du bist jetzt da wahrscheinlich in Itzno hier. Mark, pass mal ein bisschen auf, weil ich glaube durch den einen Seiteneingang hier gleich links neben dir kommt einer rein. Nämlich genau jetzt. Ich komme durch da auch hier rein, wie auch immer. Geh mal auf die andere Seite, ich schütze mich mal kurz. Und okay. So. Wenn du immer weiter geradeaus gehst, also wenn du in Itzno hier bist und rechts an dieser Hauptstraße. Kann ich schießen? Ich schieß mal. Dann kommst du an einem Hafen vorbei. Ist nicht nötig, lass sie erstmal. Jo. Bist du am Hafen schon vorbei? Nee, aber ich sehe ihn. Okay, dann gehst du weit geradeaus, am Hafen vorbei, an der Hauptstraße aber entlang. Dann ist da eine Abbiegung nach links. Teubo? Du gehst aber die zweite Abbiegung nach links. Okay, die zweite Straße, das ist auch eine Hauptstraße, die folgste. Dann bist du in Berezino. Jo. Berezino. Die erste links und der Straße immer weiter folgen. Okay. Ja, Alter, wie lange ist die Straße immer weiter? Immer Too long, ja, die Palace. Straße einfach folgen und dann geht's einmal rechts und dann geht's das zweite Mal rechts und das zweite Mal rechts gehst du lang und dann bis in Gorka. Okay. Also wenn du irgendwie mal. So. Ja, ich glaube, das wir können weiter. So geschrieben. Ja, sehr schön. Warte, ich muss aber kurz was essen. Also ich habe immer noch kein Lagerfeuer gemacht. Ja, lass mal Lagerfeuer machen. Mach mal eins. Mach mal eins. Ich muss einen Warte. Dafür, dass die Zombies uns nicht stören. Hat jemand Holz? Mark hat zwei, ne? Ich habe Holz, ja. Ah. Ich habe Holz. Woodpile ins Dings. Und wir machen Prospect. Alter, wieder hier schnell vorbei hoppelt der Spast. Wieso kann ich denn nicht mit dem Holz machen? Wieso geht das denn nicht? Zack, zack. Vielleicht geht das hier drin nicht. Du musst nicht aufs Holz klicken, du musst aufs Streichholz klicken. Streichholzpäckchen. Ach, das wüsstest du. Nee, ich hab noch nie voll gemacht. Und dann entjungferst du dich gerade selber quasi. Gar nicht in der Luft oder so? Nee. Ja, du musst es auch anmachen. Du nutzt, ich glaube nur du kannst es anmachen. Ey, ich kann's auch. Ein Lagerfeuer. So ein Luftfeuer. Oh, Vergiftung. Genau. Der Wind steht gut. Kochen kann ich lustigerweise nicht. Ich kann auch nicht kochen. Ach, ich habe auch kein Fleisch im Inventar. Ich habe Mark alles gegeben. Ja, Moment. Open Back. Ach, nicht so. Ich bin gerade am überlegen, was tue ich. Marc, du kannst mir ein bisschen Fleisch geben. Ja, Moment, ich muss erst mal. Oder beziehungsweise aus deinem Rucksack. Ich nehme es mir gleich einfach raus. Ja, gleich, Moment. Wo läufst du? Ah, jetzt bist du. Du läufst weg. Wo wollten wir jetzt hin? Wo wir hin wollten, Gorka, genau. Three meat. Okay. Ja, ich habe gerade 5 mir geklaut. Die tust du jetzt einfach in deinen Rucksack und dann nimmst du die anderen 2 in dein Inventar. So. Open Alice Pack. Das Fleisch sieht so riesig aus. Ja, auf dem ganzen Boden. Ja. Boden, ja. Große Portionen halt, ja. Ich behalte mal 2 davon, ja. Ich geb dir dafür ein normales. Nee, ich geb dir einmal Sardinenfisch, mag ich nicht so. Ich esse erstmal was. Warum liegt das Fleisch auf dem Boden? Damit es schön. Nee, wieso hast du das hingelegt? Ich hab's nicht da hingelegt, oder? Ich hab die 3 in Inventar gelegt und dort ist noch Platz eigentlich, deswegen wundert's mich. Open Back? Nee, wieso ich hab alles. Sprintest du jetzt hier runter, damit du dein Essen verbrauchst, oder? Das heißt, wir haben jetzt das Fleisch geklont, oder wie? Nee, das nicht. Doch. Nein, also ich zweifle. Wie viel hast du in deinem Inventar, Teuro? Ja, 2, weil ich dir 3 gegeben habe. 1, 2, 3. Ich glaube, das ist 10. 5, 6. Du hast wie viel? 2. Ja, dann passt das doch. Nee, passt nicht. Moment. Du musst einfach. Nimm jetzt einfach die 3, bitte. Tu sie einfach in dein Inventar. Rechenaufgaben. Und 2 habe ich noch in meinem Inventar. Soll.
Ich nehme es, ist egal. Ja, nimm, wir sind ja eh alle. So, Feuer ausmachen. Abschauen. Ich möchte das Ding wieder mitnehmen, das kann man wieder verwenden. Nee, kannst du nicht. Lol. Hauptsache, ich gehe voll ab gerade. So. Moment, ich markiere mir Gorka mal kurz. Komm, wir rennen weg. Tschüss. Ach, Problem ist, alle Projektile fliegen schneller als wir laufen. Wir warten doch lieber. Ja, sonst habt ihr gleich keine Beine mehr. Oder können sie ja nicht mehr benutzen, je nachdem. Das ist eigentlich immer die beste Taktik, immer auf die Beine zuerst. Headshots sind langweilig, immer auf die Beine. Ja, die Leute können sich dann wirklich nicht mehr wegbewegen, dann sitzt einfach, dann läufst du irgendwie eine Granate hin oder irgendwas, oder machst irgendwas. Naja, das Problem rennst, ist, du rennst einmal um sie rum. Nee, du lässt die einfach da liegen dann. Dann sind sie ganz langsam und nach einer Zeit werden sie von Zombies gefressen. Dann werden sie disconnecten. Die machen eh, wenn sie Schuss hören schon, disconnect alle. Was wenn mich da das halt irgendwie aufregt. Warum sind die denn alle weg eigentlich? Warum traut sich hier keiner mit vier Clan-Spielern zu spielen? Weiß nicht. Ich meine, wir sind doch voll die Noobs und so. Ja, das stimmt. Nein, wir sind voll die Überpros. Ich will ein Auto. Ich laufe gerade gegen die Bäume. Und ich will nicht mehr hier drüben rumlaufen und nur Wege zurückhalten. Und wie war das nochmal mit Gorka? Was konnte da spawnen? Mehrere Fahrzeuge, ne? Zwei Fahrzeuge und rechts an der Tankstelle sogar noch eins. Also okay. So ein UAZ für Civilian-Dingsbums. Also so ein riesen LKW halt. Ja, ja. Dann ein UAZ, also so ein normales mit Auto, an der Tankstelle noch ein normales Auto. Und wenn da nichts ist, ne, dann ist vorbei. Mit welcher Wahrscheinlichkeit spawnen die denn? Keine Ahnung, stand da nicht. Was ist das, vielleicht ein Prozent? Zwei? Gott. Sag mal so 2,5% eigentlich pro Spawn. Also ich denke echt, du kannst schon locker auf 30 Server connecten, bevor du ein Auto findest an einem Spawnpunkt. Aber ich meine, der Tracker war am Tracker-Spawnpunkt. Der Tracker dich immer. Wohin laufe ich eigentlich gerade? Moment mal. Nach Gorka. Nee, Gorka ist aber eine komplett andere Richtung. Nee, okay. Doch, das ist hier lang. Ach doch, ich habe meinen Fall nicht mehr gesehen. Ich auch nicht, deswegen habe ich mich gerade gewundert. Der war an den Bäumen getarnt. Ja. Wir müssen Hafen verlassen. Grün auf Grün ist jetzt nicht so gut. Hat jemand von euch noch Ferien eigentlich? Ferien? Gestern letzten Tag gehabt. No. Wie wär's, ne? Ja, gestern. Hab schon wieder eine Woche Schule. Alex hatte Ferien bis gestern. Ich hab wieder seit 2 Wochen Schule. Ich auch. Eine Woche. Ich hab jetzt am Montag wieder. Sonst war eh das beste Montag nach den Ferien. Wir kriegen direkt, ich hatte glaube ich 5 Fächer, wir haben 5 Arbeiten bekommen. Ja, das ist wie Wahnsinn. Da vorne läuft ein Wildschwein. Töten? Na, ich hab jetzt eigentlich genug. Ich hab auch keinen Platz mehr. Ja, okay. Ich hab in Info erstmal eine fette 1 kassiert. Ich würde sagen, aus Prinzip. Ja. Wir sind gelebt. Genau. Headshot. Double Kill. Da links ist auch eine Tankstelle, ne? Ja, das war doch. Nee, das ist aber nicht die Tankstelle. Das ist noch nicht Gorka, ne, ist noch 2 Kilometer, 2,5 sogar nach Gorka. Aber ich dachte nur, vielleicht interessiert es dich. Ich laufe in meiner G17 jetzt rum mit meiner leeren, damit ich ein bisschen schneller bin. So. Die ist leer? Ja klar. Ich benutze momentan Dings. Ja, aber. Ja komm, lauf! Ja, wie soll ich das denn schnell warten? Ja, jetzt bin ich ja da, ich habe gesagt, ich laufe jetzt mit meiner. So, ich dachte, du wolltest was nachgucken oder so. In einer halben Stunde bin ich bei euch. In einer halben Stunde doch schon. Ja, ich sehe wurde von irgendwas gekillt. Ja. Eine halbe Stunde nicht. Also sagen wir jetzt so, ich hab's schon in 15 bis 20 Minuten nach Stari geschafft, so weit ist das nicht. Warum läufst du nach Berezin oder kannst du eigentlich schon so ein bisschen links abbiegen so? Ja. Aber das ist ja nicht beschreiben.